In diesem Video zeige ich dir, wie du in 3 Schritten glasklare Pop-Vocals abmischen kannst. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. In aktuellen Pop-Produktionen hörst du oft sehr cremige, fast kristallklare, vor allem weibliche Pop-Stimmen, die einen gewissen künstlichen, gewollten Touch haben, der nicht so hundertprozentig natürlich klingt. Ungefähr so. Ich werde dir jetzt zeigen, wie du zu diesem Pop-Vocal-Sound kommst und ich werde dafür ausschließlich Plugins von Logic selbst benutzen. Du kannst diese Signalkette aber in jeder anderen DAW genauso nachbauen. Mir ist nur wichtig, dir zu beweisen, dass das möglich ist, ohne irgendwelche Wunderwerkzeuge von Drittanbietern zu verwenden. Wir fangen an mit Schritt Nummer 1 und das sind die Basics. Ich habe jetzt die komplette Signalkette stumm geschalten und wir hören uns mal die Vocals einfach roh an. We're gonna light up, we're gonna get down, we're in the club and we're gonna stay there. Der Fairness halber muss man dazu sagen, dass diese Vocals hier, die habe ich von so einem Vocal Sample Pack, schon leicht künstlich klingen, weil sie ziemlich wahrscheinlich mit Melodyne bearbeitet worden sind und weil es zusammengeschnittene Passagen sind, das hört man auch relativ gut. Was dir wahrscheinlich auch aufgefallen ist, sie hat sehr prägnante S-Laute und deswegen habe ich als allererstes hier als Basisbearbeitung einen De-Esser eingesetzt, um diese S-Laute ein bisschen runterzudrücken. Das ist erstmal noch nichts Besonderes. Ich habe dann 2 Equalizer eingesetzt im nächsten Schritt und zwar als erstes einfach den Channel EQ von Logic, um die Frequenzen, die mich stören, etwas leiser zu bekommen. Ich bin fündig geworden bei 400 Hertz, wo es ein bisschen dumpf geklungen hat und bei 800 Hertz, wo ihre Stimme ein bisschen dröhnen klingt. Ich heb die mal an, damit du weißt, was ich meine. We're gonna light up, we're gonna get down. We're in the club and we're gonna stay there. And if we go hard, we're gonna... Somit habe ich also diesen Gießkannen-Sound hier vor allem bei den 800 Hertz ein bisschen wegbekommen. Im zweiten Schritt habe ich einen Tube-EQ genommen, das ist eine Pultec-Emulation. Und hier habe ich zum einen die Frequenz gesucht, die ihre Sprachverständlichkeit verstärkt. Das war bei ihr um die 3500 Hertz. Und dann habe ich noch im High-End sehr stark angehoben, um diesen Hi-Fi-Touch so ein bisschen zu simulieren, der wichtig ist, speziell für Female-Pop-Vocals. Du hörst also speziell diese Pultec-Emulation hier, hebt die Höhen sehr seidig und sehr samtig an, ohne dass sie kreischig klingen oder unangenehm. Für die Kompression habe ich Logic's interne LA-2A-Emulation gewählt. Das ist hier dieser Vintage Opto. Der passt wunderbar auf diese Vocals, weil er sehr, sehr musikalisch komprimiert. Also er hat relativ langsame Attack- und Release-Zeiten. Die kann man bei der Originaleinheit hier gar nicht einstellen. Und der hat ganz gut hier funktioniert, um die Vocals noch ein bisschen mehr nach vorne zu bekommen. Du siehst also, er komprimiert sehr musikalisch und geht immer genau dann mit und auch rhythmisch sauber mit, wenn sie hier ein bisschen lauter wird. Das siehst du hier an diesen Wave-Kurven. Wenn sie so ein bisschen ansingt, neigt diese Sängerin dazu, so ein bisschen lauter zu sein und das fängt ja wunderbar ab. Okay, wir haben Schritt Nummer 1 abgeschlossen und unsere Stimme hat jetzt schon etwas mehr Druck und verfügt dank der Bearbeitung mit dem Pultec-EQ jetzt auch schon über den nötigen Glitzer im High-End. Machen wir weiter mit Schritt Nummer 2 und das ist Distortion. Ich habe mich in diesem Fall für Logic's Bitcrusher-Effekt entschieden. Das ist ein Low-Resolution-Verzerrungseffekt. Hier ist jetzt die Kunst, dass du ein bisschen darauf achten musst, das gewünschte Maß an Verzerrung reinzubekommen und an Künstlichkeit, ohne dass es sich zu krass auswirkt und dass die Sprachverständlichkeit drunter leidet oder dass es zu unnatürlich klingt. Okay, also mit diesen Werten hier bin ich ganz gut gefahren und ich kann es mal zuschalten mit dem Mix. Dann hörst du schon diese leichte Einfärbung der Stimme und sie wird auch ein kleines bisschen lauter nochmal dadurch und kommt nochmal ein bisschen mehr nach vorne. Gut, der
erste Schritt, um die Stimme etwas künstlicher klingen zu lassen, haben wir jetzt dank der Distortion erledigt. Wir treiben dieses Spielchen jetzt noch ein bisschen weiter und sorgen gleichzeitig für die nötige Räumlichkeit und Tiefe. Fangen wir mal an mit einem einfachen Delay. Das ist ein Stereo-Delay, auch von Logic selber. Hier habe ich links und rechts eine Viertelnote eingestellt, habe es direkt in den Kanal zugeladen und habe den Output-Mix so eingestellt, dass es nicht zu präsent ist. We're gonna light up, we're gonna get down, we're in the club and we're gonna stay there. Dahinter habe ich dann einen Flanger-Effekt geladen, ein ganz einfaches Plugin von Logic selber. Hier solltest du hauptsächlich mit den Parametern Rate, Feedback und Mix arbeiten. Dieser Effekt dient jetzt auch dazu, die Stimme noch ein bisschen künstlicher zu bekommen. Und du musst auch hier aufpassen, nicht zu übertreiben. Das ist immer hier wichtig, das Maß zu finden, das richtige Maß. Ich werde mal übertreiben, um dir zu zeigen, was passiert, wenn es dann zu krass ist, dieser Effekt. We're gonna light up, we're gonna get down. Okay, du weißt, was ich meine. Also speziell bei der Raid musst du aufpassen, das richtige Maß zu finden, dass du hier die gewisse Tiefe erreichst von der Stimme, die gewisse Künstlichkeit, die du haben möchtest, aber dass es nicht zu übertrieben klingt. Weiter geht's dann dahinter mit Logic's Ensemble-Effekt. Mit diesem Effekt kann ich meiner Stimme künstliche Kopien hinzufügen und die zeitlich verschieben. Ich habe also hier 7 Stimmen genommen insgesamt. Ich habe das Stereofeld noch etwas verbreitert, damit ich die Stimme auch noch breiter bekomme. Und dieser Effekt ist auch super dafür, die Stimme noch ein bisschen mehr nach hinten in den Mix zu drücken. Hören wir auch hier mal rein, ich schalte ihn zu. Es ist subtil hier, aber ich höre es trotzdem, dass die Stimme noch so ein kleines bisschen nach hinten in den Mix rückt. Ja, zu guter Letzt kommt jetzt noch das Chroma-Verb. Auch direkt in den Kanal zugeladen. Ich habe mich hier für ein Vocal Hall Preset entschieden und die Nachhallzeit auf 3 Sekunden eingestellt. Das darf ruhig ordentlich sein. Hier musst du nur aufpassen, dass auch der Hall jetzt nicht zu präsent ist, weil sonst deine Stimme verschwimmt und einfach schwammig klingt. Machen wir jetzt mal die Probe aufs Example. Ich schalte alle Effekte aus und dann schalte ich alle Effekte wieder zu. We're gonna light up, we're gonna get down. Wie du auch hier wieder gesehen hast, ist der EQ eines deiner wichtigsten Werkzeuge, um die Vocals einzustellen. Und da ich weiß, dass viele von euch noch unsicher sind, habe ich dir ein PDF vorbereitet. Da zeige ich dir, wie du in 5 Schritten den Equalizer für deine Vocals einstellen kannst. Das ist ein PDF, das kannst du dir runterladen. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Hat schon vielen Leuten weitergeholfen. Also unten erster Kommentar, unbedingt runterladen. Jetzt interessiert mich natürlich noch deine Meinung. Wie mischst du deine Pop-Vocals ab? Wie mischst du moderne Pop-Vocals ab? Benutzt du vielleicht doch ein teures Plugin von Drittanbietern, mit dem das viel schneller und viel einfacher geht? Schreib mir das unten in die Kommentare bitte. Und falls du dich für die Emulation des Pultec Equalizers interessierst, das ich hier verwendet habe in diesem Beispiel, dann empfehle ich dir dieses Video. Da zeige ich dir genau, wie dieser Equalizer funktioniert und wie du ihn für dich perfekt einstellen kannst. Ansonsten bedanke ich mich bei dir ganz herzlich fürs Zuschauen. Schick dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis bald.